Wieder einmal bestimmt Donald Trump die Schlagzeilen mit seiner Drohung. Also, wenn ihr BRICS-Staaten eine eigene Währung einführt, dann werden wir euch mit 100% bezollen. Zu diesen BRICS-Staaten gehören ja nicht mehr nur Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sondern eben noch einige Staaten mehr inzwischen, insgesamt also 9 Staaten. Also, es ist das erste Mal von Donald Trump, dass er eine Drohung gegen 9 Staaten gleichzeitig ausübte. Dazu kommen noch 34 Anwärter, die auch in die BRICS rein wollen. Also jetzt wird die ganze Geschichte lustig und sie zeigt zweierlei aus meiner Sicht. Erstens, Trump hat nicht verstanden, dass die BRICS-Staaten eigentlich gar keine Alternative zum Dollar haben. Aufgrund des Euro-Dollar-Systems will ich gleich zeigen. Zweitens, Trump meint es nicht so wirklich ernst mit der Bitcoin-Reserve, sonst würde er nicht so wirklich sich an den Dollar klammern und sagen, böse Jungs, wenn ihr den Dollar so ein bisschen anschießt, dann werden wir richtig sauer. Und drittens könnte man vielleicht noch hinzufügen, es ist kein Zeichen der Stärke, wenn du drohen musst gegenüber anderen, dass deine Währung doch bitteschön beizubehalten ist. Aber dazu kann man verschiedene Meinungen haben. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Schwäche. Das ist der eine Komplex. Der andere Komplex ist, dass Frankreich offenkundig Probleme bekommt. Laut Berichten wird Le Pen mit der linken Volksfront, also mit den linken Parteien, stimmen und ein Misstrauensvotum gegen Premier Michel Barnier durchführen. Das würde bedeuten, dass das erste Mal seit 62 Jahren eine französische Regierung scheitert an einem Misstrauensvotum, nachdem die Gespräche offenkundig zusammengebrochen sind, abgebrochen sind zwischen Le Pen, also dem Rassemblement National, und Michel Barnier. Also schauen wir, wie die Dinge heute sich entwickeln und starten aber erstmal mit Seth Donald, auf den natürlich die Wall Street fokussiert sein wird. Er sagt hier, ja, die Zeiten sind vorbei, wo wir einfach zuschauen, dass die BRICS an einer eigenen Währung arbeiten. Wer hier eine eigene Währung einführt und damit den Dollar sozusagen bedroht, der muss 100% Zölle zahlen und so weiter und so fort. Das sind Sacker, also die nutzen uns aus. Peter Schiff sagt hier, glaube ich, ziemlich zu Recht, naja, wirklich ist das so? Die liefern euch Waren oder uns Waren, nämlich diese Länder, echte anfassbare Dinge mit einem Wert und wir liefern ihnen bedroht. Gedrucktes Papier, kann man so sehen. Hier sehen wir auch Aussagen von Nick Timiraos, der sagt, naja, also diese Aussagen zum Dollar, wie passt das jetzt mit dieser Bitcoin-Reserve zusammen? Aus meiner Sicht hat der Trump damit klargemacht, der Dollar ist das, was für ihn zählt. Die Bitcoin-Reserve ist das, was für ihn eigentlich eher nicht zählt. Das ist nicht wirklich wichtig, nicht wirklich entscheidend. Er brauchte das, um einfach diese Community auf seine Seite zu ziehen, die jetzt natürlich happy ist und happy war aufgrund des Anstiegs dann nicht nur von Bitcoin, sondern auch von Altcoins, aber faktisch dürfte es zu dieser strategischen Reserve in Bitcoin wahrscheinlich nicht kommen. Hier sehen wir nochmal diese BRICS-Staaten, also Brasilien, Indien, China, Russia und so weiter. Jetzt ist auch der Iran dabei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien, Ägypten, natürlich Südafrika. Also diese Länder sind hier dabei, aber es gibt jede Menge Anwärter, 34 Länder, die gesagt haben, wir haben ein Interesse bei diesen BRICS dabei zu sein. Und Trump legt sich also hier doch mit einem gewissen Gewicht an. Und diese BRICS-Staaten haben in 2023 in der Tat gesagt, wir würden gerne den Dollar loswerden als Reservewährung. Und so gab es dann zum Beispiel diese Deals Saudi-Arabien respektive Saudi-Aramco, Ölfirma, mit China, dass man zum Beispiel eben saudisches Öl in Yuan fakturiert. Das ist passiert. Wir sehen, dass Russland zum Beispiel extreme Volumina inzwischen in Yuan hat. Allerdings eignet sich eben der Yuan nicht wirklich als Reservewährung, weil du brauchst eine freie Wirtschaft und du bräuchtest vor allem, dass er eine Reservewährung ist, ein Handelsbilanzdefizit, so wie es die Amerikaner haben. Mit anderen Worten, du exportierst deine Schulden und deine Währung und kriegst dafür Güter. That's the deal. Den gab es schon im alten Rom, by the way. Das antike Rom hatte auch ein massives Handelsbilanzdefizit. Alle Wege führten nach Rom, alle Handelswege. Die
römische Währung, aber die gingen dann um die Welt. Das ist die Logik von Imperien, könnte man sagen. Und das ist das, was Michael Pettis hier aus meiner Sicht absolut zu Recht sagt. Trump hat das Euro-Dollar-System nicht verstanden, hat nicht verstanden, dass es, selbst wenn sie es wollten, für diese Länder, für diese BRICS-Länder, ganz schwierig wäre, hier irgendwie den Dollar mal zu verlassen. Denn das Problem ist, dass diese Länder wie China zum Beispiel massive Handelsbilanzüberschüsse haben. Die müssen sie in irgendeiner Form neutralisieren. Das tun sie, indem sie dollarnominierte Assets kaufen, wie US-Staatsanleihen beispielsweise. Sie selber nehmen Schulden auf in Dollar. Das machen auch chinesische Unternehmen ziemlich heftig, wie wir gleich sehen werden. Also die Abkehr vom Dollar, da ist es nicht so wahnsinnig weit entfernt. Die BRICS-Staaten haben faktisch gar keine Alternative, keine andere Möglichkeit, solange sie Handelsbilanzüberschüsse produzieren. Und jetzt kann man das Ganze mal andersrum wenden. Die einzige Chance, dass sozusagen die Länder wie die BRICS oder andere Länder weniger Dollars akquirieren würden, wäre, wenn die Amerikaner ein geringeres Handelsbilanzdefizit hätten. Das strebt ja möglicherweise Donald Trump auch an. Und nur dann würde sozusagen der Dollar weniger dominant im Handel werden. Aber solange dieses Handelsbilanzdefizit eben der Fall ist, können die Amerikaner nicht umhin. Können die anderen nicht umhin. Dieses System läuft dann weiter. Ich kaufe Dollars, ich emittiere Schulden in Dollars. Das machen die Amerikaner, das machen andere. Der Dollar ist derzeit alternativlos, sonst hätten wir auch von den BRICS schon größere Alternativvorschläge gesehen, stärkere Anstrengungen gesehen, realistischere Projekte gesehen. All das ist ja nicht der Fall. Da ist gar nichts gekommen und hier sehen wir mal dieses Handelsbilanzdefizit der USA. Früher war ja noch Benzin, also Öl und so weiter dabei. Da sind sie inzwischen Selbstversorger. Dennoch steigte dieses Handelsbilanzdefizit immer weiter, vor allem Manufactured Goods. Also Dinge, die hergestellt werden, die werden im Ausland hergestellt und dann in die USA importiert. Das will ja Trump ein Stück weit verhindern mit diesen Zöllen, etwa gegen Mexiko. Also, dass etwa amerikanische Autos oder Ford oder GM oder wie sie alle heißen, in Mexiko produzieren, dann diese Autos in die USA rüberkriegen. Und hier sehen wir mal, was outside of the United States an Dollarschulden emittiert wurde, also an Anleihen, die auf Dollar lauten, die Dollar nominiert sind, 12 Billionen Dollar. Also das ist eine ganze Menge Holz und da kannst du nicht einfach sagen, ja gut, den Dollar, den verlassen wir jetzt, wenn du selber bis Oberkante, Unterlippe in Dollar verschuldet bist. Du könntest sagen, ja gut, ich zahle diese Dollarschulden nicht zurück, aber wer würde dir dann noch Kredit geben? Wer würde dann noch sagen, okay, mit dir mache ich einen Deal? Also kannst du nicht anders als eben weiter versuchen, diese Dollarschulden letztendlich auch früher oder später zurückzuzahlen. Und hier sehen wir das mal, was ich vorhin angedeutet habe, die chinesischen Firmen selbst wieder mit sehr, sehr intensiven Emissionen von Dollar-Convertibles. Also die man dann umtauschen kann, diese Anleihen. Also da ist nichts zu sehen von De-Dollarisierung. Deswegen kommt diese Aussage von Seth Dunnell doch ein bisschen überraschend, weil eigentlich die BRICS jetzt nicht wirklich zuletzt auf dem Weg waren, eine Alternativwährung irgendwie auf den Weg zu bringen. Hier sehen wir by the way, und das ist ja die große Frage noch, was genau meint jetzt eigentlich Donald Trump mit den Zöllen gegen China? Neulich hat er ja gesagt, also additional 10%, zusätzliche 10% an Zöllen gegen China, wenn ja insgesamt und so, Fentanyl und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, plus 10% meinte er auf das, was die Biden-Regierung jetzt an Zöllen hat, die ja weitgehend das von Trump übernommen hat. Oder meint er diese 60-100%, die er vorher ins Spiel gebracht hat, plus 10%. Also wir sehen, wir haben schon eine herausragende Inflation an Zollaussagen von Donald Trump. Zölle, 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 geht du, dann kriegst du einen Zoll, nicht wahr? Also wir haben schon Steigerung der Inflationsrate, verbal zumindest in Sachen Zölle, bevor die echte Inflationsrate nach oben geht. Aber hier sehen wir mal,
mit den neuen Zöllen würden wahrscheinlich vor allem natürlich E-Fahrzeuge aus China praktisch nicht verkaufbar sein. Wir würden vor allem Semiconductors haben, Solarzellen etc. etc. Wenn also jetzt hier so einigermaßen das Extremszenario kommt, das ja durchaus möglich ist durch Donald Trump. Hier sehen wir mal, by the way, wie jetzt diese ganze Geschichte sich auswirken würde. Wenn man jetzt Zölle in Prozent des Gesamtvolumens der Importe mal sieht, dann wären wir auf dem höchsten Stand seit etwa 1930, interessanterweise, ja, die 30er Jahre. Und hier sehen wir, was die Amerikaner mit einem 60% Zoll gegen chinesische Waren verdienen könnten. In einem Jahrzehnt etwa 300 Milliarden Dollar, also ich sage mal Pi mal Daumen, keine 30 Milliarden pro Jahr. Das ist jetzt nicht der Riesenbetrag, das ist Geld, aber es ist eben für die Amerikaner das, was sie mal innerhalb von zwei Stunden an Schulden machen, wenn sie gut drauf sind. Also nicht das, was das Schuldenproblem lösen könnte. 100% Zölle wären dann in einer Dekade, also in 10 Jahren, 450 Milliarden Dollar. Das ist eine Menge Holz und würde vor allem dann, wenn ihr jetzt wirklich 100% Zölle und da hier nochmal auf die BRIC-Staaten, also nicht nur China, sondern BRIC-Staaten zurückkommt, wenn du 100% Zölle auf 34 Staaten erheben würdest, wenn die jetzt in den BRICS wären, dann wäre das ein ziemlich inflationärer Effekt, würde etwa 140 Basispunkte an zusätzlicher PCE-Inflation bringen, also 1,4% nochmal obendrauf. In Sachen Zöllen interessant ist, wie steht denn eigentlich der Elonu dazu, also Elon Musk, der ja in Shanghai seine Tesla-Autos produzieren lässt und betroffen wäre von diesen Zöllen. Der ist nicht pro Zölle und auch nicht anti-China, wie hier ein Mitarbeiter von ihm sagt. Tesla ist nicht anti-China, gar kein Weg. Deswegen lässt er ja in Shanghai produzieren, ist öfter mal in China etc. Und hier eine Analyse von Project Syndicate, die nochmal zeigt, dass dieses 2 Billionen Dollar Fantasieprojekt der Budgetreduktion durch Elon Musk schlichtweg nicht realisierbar ist. Das geben die Zahlen nicht her. Du hast nur eine gewisse Verfügungsmasse, die viel kleiner ist von dieser Verfügungsmasse. 1,7 Billionen sind die Hälfte Verteidigung. Also faktisch wird es maximal, wenn du alles zusammenstreichst, 800 Milliarden sein. Und dass Trump es in Sachen Zöllen sehr, sehr ernst nimmt, ist, dass Aussagen jetzt aus dem Umfeld von Trump kommen, dass er nicht Robert Lighthizer gewählt hat als Handelsbeauftragten, der das ja in seiner ersten Amtszeit war, nämlich der von Trump, sondern eben jetzt praktisch seine rechte Hand, weil Trump sagt, naja, der ist nicht risikofreudig genug. He's too scared to go big, also er ist nicht wirklich in der Lage, all in zu gehen, und das ist ja genau das, was Trump so als Pokerspieler durchaus eben drauf hat, und manche reagieren so, etwa wie Trudeau aus Kanada, der dann mal eben nach Florida gereist ist, Mar-a-Lago, und gesagt hat, also Donald, lass uns nochmal sprechen, okay, wegen den Zöllen, also da sehen wir, da ist eine schwache Hand, die schon mal ein bisschen zeigt, was sie für ein Blatt hat. Hier sehen wir mal, was heute, oder genauer gesagt diese Woche an Terminen kommt. Heute ISM Manufacturing wird wichtig, morgen dann die JOLTS, also offene Stellen. Arbeitsmarktdaten in dieser Woche im Fokus, die kommen am Freitag, die großen. Dann haben wir jede Menge Fed-Speaker, Waller, Williams, Kugler, Goolsby, wie sie alle heißen, der Pauli selber. Am Mittwoch, also da wird einiges kommen, das wird jetzt wieder interessanter, nachdem die letzte Woche ja sehr dünn war in Sachen Daten. Jetzt kommen wir mal aber nach Europa, nach Frankreich, und hier heißt es Pariser Panikattacken, hohe Schulden. Frankreich schiebt 3,2 Billionen Schulden vor sich her, und das Problem ist, wie gesagt, dass man neue Schulden emittieren muss, dass aufgrund der auslaufenden Anleihen weitere Schulden hinzukommen müssen, und all das jetzt mit diesem Budget von Barnier, das abgelehnt wird. Hier sehen wir mal, nur Italien zahlt höhere Risikoprämien für seine Anleihen. Also die Franzosen müssen eine Schuldenaufnahme von mehr als 300 Milliarden Euro in diesem Jahr leisten, und oder jetzt demnächst leisten, und das ist ein bisschen Fülle.
Und Barnier will ja bestimmte Steuern erhöhen, bestimmte Sachen teurer machen, damit die Staatseinnahmen weiter sprudeln. Ich hatte am Freitag gezeigt, dass die Staatseinnahmen gar nicht das Problem sind, weil die Abgabenlast in Frankreich für die Bürger und für die Firmen so hoch ist wie nirgendwo sonst in Europa, sondern die Franzosen haben ein Ausgabethema, wie wir auch. Wir haben auch in Deutschland kein Einnahmethema, sondern vor allem ein Ausgabethema. Aber jetzt jedenfalls scheinen diese Gespräche zusammengebrochen zu sein zwischen Le Pen, also Rassemblement National, und Barnier, so dass es wahrscheinlich zu einem Misstrauensvotum kommt. Das erste Mal seit 62 Jahren. Frankreich wäre dann faktisch unregierbar. Und diese Idee von Macron, eben Barnier zu nehmen, der eigentlich ein Konservativer ist, der... Das spiegelt nicht das wider, was das Wahlergebnis gebracht hat, und dementsprechend sehen wir jetzt, dass die ganze Geschichte auch im Parlament schief geht. Und wenn wir uns mal anschauen, als die Eurozone gegründet wurde, ist ja noch nicht so fürchterlich lange her, da hatte Deutschland und Frankreich waren auf dem gleichen Schuldenlastenniveau, etwa 60% der jeweiligen Wirtschaftsleistung. Wir sind weitgehend immer noch in der Richtung unterwegs, der Schuldenbremse sei Dank, über die man sprechen kann, wenn es um Investitionen geht, aber nicht um weitere Umverteilungsmechanismen. In Frankreich aber ist bei 112%, also da ist es massiv nach oben gegangen. Thema Ausgabenproblem. Jetzt also dieses Auseinanderdriften Frankreich ist das eigentliche Problem, weil ja nicht nur der Staat verschuldet ist, sondern vor allem die Unternehmen sehr stark verschuldet sind und auch die Konsumenten stark verschuldet sind, sodass etwa Griechenland im Vergleich zu Frankreich ein echter Musterknabe ist in Sachen Gesamtverschuldung. Wir sehen 6% hier zum BIP, die Schuldenaufnahme, dazu eben noch die Verlängerung der Altschulden, und all das bedeutet, dass Frankreich eine Schuldenkrise hat und wir kriegen eine Employment-Krise, also eine Beschäftigungskrise. Hier mal ein paar große Firmen, die Leute entlassen. Heute beginnen ja diese Warnstreiks bei VW, Volkswagen. Das geht jetzt auch in die heiße Phase. Also der Druck wird stärker. Und hier sehen wir auch eine Überschrift auf Bloomberg, etwa deutsche Erkältung infiziert die Schweiz. Wenn Deutschland erkältet ist, dann hat die Schweiz eine Grippe, so sagt es der Notenbankchef der Schweiz. Wir sehen hier links, wie schwach die Wirtschaft in wichtigen Teilen ist, etwa in Deutschland, in Baden-Württemberg, auch in Hamburg, alles negativ. Je dunkelblauer, umso negativer. Und rechts sehen wir mal die Geberländer, die davon betroffen sind. Also diejenigen, die bei der Umverteilung des im föderalistischen System Geberländer waren, die sind jetzt besonders betroffen. Das wird noch eine ziemlich heikle Geschichte dann bei weiteren Umverteilungsfragen. Und insgesamt sehen wir, dass die Preise für Strom weiter nach oben gegangen sind. Die sind 12% gestiegen im November. Das ist der größte Anstieg seit Juni 2023. Und das macht die Lage natürlich nicht viel einfacher. Abschließend, meine Damen und Herren, noch der Hinweis auf zwei Artikel. Die Wall Street will die Jahresendrally, aber Trump spielt mit dem Zollfeuer, wie jetzt mit dieser Aussage gegen die BRICS. Hier das große, gute, wirklich umfassende Picture meines Kollegen Wolfgang Miller. Sehr empfehlenswert, gerne weiterempfehlen über Social Media, die erste Empfehlung. Und die zweite, hier mal auch ein hochinteressanter Artikel über das, was die US-Chip-Hersteller tun, damit sie irgendwie von diesen Zöllen gegen China nicht betroffen sind. Mit der Frage, wird sich Trump das lange gefallen lassen, denn die Dinge liegen auf der Hand, wie da getrickst wird. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.